Für die Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, lief es schon mal besser, zum Beispiel vor einem Jahr, als sie in die Große Koalition eintraten. Nun macht sich ein bisschen Ernüchterung breit. Bei mir jetzt die SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi. Frau Fahimi, nach knapp einem Jahr Großer Koalition, der zweiten mit Bundeskanzlerin Merkel, klebt die SPD in den Umfragen immer noch um die 25% fest. Was läuft schief? Na, erstmal möchte ich festhalten, dass wir bei den realen Wahlergebnissen, Europawahl beispielsweise, Brandenburg, aber auch ein kleiner Zugewinn in Sachsen ja erstmal schon mal besser abschneiden. Das ist ja nicht immer so gewesen, dass wenn wir in einer großen Koalition waren, die darauf schließenden Wahlen für uns positiv gelaufen sind. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich damit auseinandersetzen müssen, wie wir aus dieser 25%-Ecke auch in der Stimmungsumfrage wieder rauskommen. Dazu haben wir beim Parteikonvent ja ein paar Dinge miteinander beredet. Zum Beispiel, dass wir ein digitales Programm für die SPD aufstellen wollen. Wenn wir jetzt nochmal in die letzten Monate gucken, dieser großen Koalition, da war Mindestlohn, Rente mit 63. Also man fragt sich doch, warum gelingt es nicht viel besser, politische Erfolge, die ja tatsächlich bei Ihnen zu Buche schlagen, auch in Wählerzustimmung umzumünzen? Ja, zunächst einmal haben wir ja zumindest auch keine Verluste. Das heißt, erstmal wird bestätigt, was wir machen, das, was wir versprochen haben. Das haben wir jetzt gehalten. Es ist also eine Bestätigung. Aber Sie haben recht. Jetzt müssen natürlich die Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten, gerade auch über Andrea Nahles, erfolgreich beschlossen haben, die müssen jetzt erstmal bei den Menschen auch ankommen. Der Mindestlohn, der fängt erst ab 2015 an zu wirken. Und über die Übergangstarifverträge, die die Gewerkschaften abgeschlossen haben, in Teilen eben auch erst ab 2017. Das heißt, wenn das ankommt, wenn die abschlagsfreie Rente, also man wird nicht mehr bestraft, wenn man 45 Versicherungsjahre hinter sich hat und eben schon 63 ist, auch das muss erstmal bei den Betroffenen ankommen. Und wir versprechen uns schon, dass wir dann auch mit den Umfragewerten nach oben kommen. Ich fasse nochmal nach. Es gab so ein Bild aus der ersten großen Koalition mit Frau Merkel, da waren Sie noch nicht Generalsekretärin. Das lautete, die SPD hält sich immer im Maschinenraum auf und die Union auf dem Sonnendeck. Und ein bisschen ist das der Eindruck jetzt wieder. Och, ich finde, wir sind doch schon sehr prominent unterwegs. Frank-Walter Steinmeier ist einer der renommiertesten Außenpolitiker, die es in der Welt gibt. Andrea Nahles hat eine sozialhistorische Reform mit dem Mindestlohn durchgeführt. Auch Sigmar Gabriel hat mit seinem klaren Nein zu der Rüstungspraxis der vergangenen Legislaturperiode, finde ich, deutliche Akzente gesetzt. Und ich finde, da sind wir schon lange, lange aus dem Maschinenraum raus. Und trotzdem haben Sie recht. Wir müssen jetzt dranbleiben. Wir müssen diese Politik fortsetzen und deutlich machen, dass Sozialdemokraten nicht nur eine klare Orientierung haben, sondern dass sie auch Wort halten. Dranbleiben ist auch mein Stichwort, wenn wir auf die Länder gucken, gerade die vergangenen Wahlen, die Sie jetzt hinter sich haben. Wenn wir auf Thüringen gucken, was lernen Sie aus dem Wahldebakel dort? Naja, wir müssen vor allem lernen, dass wir in Thüringen eine Situation haben, wo wir als drittstärkste Kraft angetreten sind. Das ist etwas, was den Sozialdemokraten bisher glücklicherweise ja noch nicht so bekannt ist. Und es ist eine schwierige Situation gewesen, in der wir tatsächlich ein bisschen zerrieben worden sind zwischen der Entscheidung des Wählers, ob er eine linksparteiorientierte Regierung oder eben eine unionsgeführte Regierung haben möchte. Wir werden in dieser Frage uns natürlich in Thüringen, aber auch woanders klarer aufstellen müssen, was denn das sozialdemokratisch spezifische Profil ist. Und vielleicht ist das noch nicht jedem klar genug geworden, wie wir uns sowohl von der Linkspartei als auch von der Union absetzen. Auch gern in einem Satz. Kommt jetzt mit Herrn Bausewein als nominierter neuer Landesvorsitzender Rot-Rot-Grün? Naja, mit Herrn Bausewein kommen jetzt vor allem erstmal konstruktive und zielführende Sondierungsgespräche. Und ich bin mir sicher, dass mit ihm gemeinsam die Thüringer SPD auch eine solide Regierung aufstellen wird für das Land. Sehen Sie irgendein Argument für die Fortsetzung von Schwarz-Rot? Naja, die Fortsetzung ist, das ist natürlich eine... Bitte? Ist nie so spannend. Es gibt für beide Seiten gute Fortsetzungen. Die Frage ist, wo wir am Ende bessere Ergebnisse in den Sondierungsgesprächen erlangen können. Es hat ein bisschen Unmut in der Partei gegeben. Am Wahlabend hatte der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel in Bezug auf Thüringen doch sehr klar Positionen bezogen, hatte sehr offen kritisiert. Da gab es Unmut, unter anderem Ministerpräsident Voigt ließ sich da zitieren. Hat Herr Gabriel da überzogen?
Sigmar Gabriel hat, glaube ich, auch am Wahlabend vielen aus dem Herzen gesprochen. Es darf aber kein Zweifel daran sein, und das haben wir auf der Präsidiumssitzung am Montag miteinander auch genau so beredet und waren uns da einig. Die SPD steht in Solidarität zueinander, und auch der Wahlkampf in Thüringen ist ein ganz schwieriger gewesen und hat seine volle Unterstützung und Solidarität gegenüber Heike Taubert bekommen. Gucken wir noch mal auf die lange Linie, Frau Fahimi, Anlauf 2017. Wie wollen Sie es schaffen? Weil nur dann haben Sie eine Chance, die SPD 2017 wieder über die 30%-Marke zu bekommen. Mit welchen Themen? Ja, wir werden vor allem auch beim Alltag der Menschen wieder näher rankommen müssen. Wir haben dazu beim Parteikonvent ja jetzt verabredet, dass wir uns über die Digitalisierung der Gesellschaft kümmern wollen. Da geht es nicht um Smartphones und Laptops oder alleine um Breitbahnen, Datenautobahnen, sondern es wird darum gehen, wie sehr die Digitalisierung unseren Alltag schon verändert hat, zum Beispiel die Arbeit. Da gerät einiges ins Wanken. Die Selbstverständlichkeit, mit der unsere Tarifverträge ja auf der Basis von Qualifikation und erbrachter Zeitleistung auch basieren, das gerät ins Wanken, wenn wir an die Cloud-Worker denken. Aber eben auch die Entgrenzung von Arbeit und Leben. Wie komme ich eigentlich mein Leben noch hin, wenn ich nur noch flexibilisiert arbeite? Das werden zentrale Themen sein, mit denen wir punkten wollen. Und nicht zuletzt, wir wollen deutlich machen, dass ein sicherer Arbeitsplatz auch eine kluge und intelligente sozialdemokratische Wirtschaftspolitik braucht. Da müssen Sie sich ziemlich anstrengen, damit Sie mit diesen Themen verorten wollen in der Bevölkerung. Wenn man nach den Zahlen guckt, für Rot-Grün alleine wird es 2017 nicht reichen. Das heißt, Sie müssen sich zu Rot-Rot-Grün öffnen, oder? Naja, zunächst einmal ist es ja noch eine verdammt lange Wegstrecke dahin, und wie wir in der Vergangenheit ja gelernt haben, sind Prognosen oftmals noch nicht mal 3 Monate im Voraus wirklich fruchtbar. Warum sollten wir das 3 Jahre vorher tun? Wenn Sie schon sagen, verdammt lange Wegstrecke für uns Medienleute, ist das manchmal, wir denken sogar noch weiter. Der Boulevard dachte diese Woche an 2021, brachte Andrea Nahles ins Spiel. Das heißt, für den Boulevard ist 2017 schon verloren. Wäre das dann Ihr Beitrag zur Frauenquote mit Frau Nahles 2021? Ich bin ja schon der Beitrag zur Frauenquote, wie ich mir in den vergangenen Monaten habe erzählen lassen. Andrea Nahles hat eine hervorragende Arbeit geleistet in den vergangenen Monaten, und das wird breit in der Partei honoriert, das ist so. Aber die Spekulationen über eine Kerfrage 2021, das wird jetzt wirklich abstrus. Wir sollen ja immer früher uns für den Kanzlerkandidaten entscheiden, und wir werden es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für 2017 tun und schon gar nicht für 2021. Dann gucken wir nochmal auf diese Strecke, die wir bis 2017 haben. Allerletzter Punkt, eine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag bestünde auch jetzt. Können Sie jetzt und hier ausschließen, dass die SPD diese Karte zieht? Wir haben einen Öffnungsbeschluss im vergangenen Jahr beschlossen auf dem Parteitag, der vorsieht, unter welchen Kriterien, unter welchen Bedingungen wir uns ein Bündnis mit der Linkspartei überhaupt vorstellen könnten. Allerdings muss ich einschränkend sagen, unter den heutigen Betrachtungen ist die Wahrscheinlichkeit einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene schlechter als noch vor einem Jahr. Und das liegt nicht an uns, sondern daran, dass die Linkspartei hier im Moment aus meiner Sicht keine besonders klare Linie zeigt. Das zeigt sich am Beispiel der Waffenlieferung, das zeigt sich an der Außen- und Sicherheitspolitik mit Blick auf Russland, das zeigt sich im Übrigen aber auch bei der Finanz- und Haushaltspolitik. Das heißt, nochmal in einem Satz, Sie garantieren keinen Ausstieg aus dieser großen Koalition bis 2017? Das ist in keinster Weise steht das zur Debatte. Vielen Dank, Frau Fahimi.